Sie alle ganz herzlich willkommen. Es freut uns, dass Sie den Weg so zahlreich auf Meisterschwanden gefunden haben. Die Einführung übernimmt heute der Präsident vom Kunstforum, Adriano Stotz. Wir wünschen Ihnen allen einen ganz angenehmen Aufenthalt in unserem Haus. Ich gebe das Wort an Adriano. Danke. Das ist wunderbar, wenn eine Frau ankündigt, weil was ich heute feststelle, ist, dass Leute automatisch näher kommen. Haben viel mehr Bezug zum Redner, wie wenn es der Mann macht. Jedes Mal, wenn ich da schlage, muss ich alle Betten näher zu holen. Kompliment, das ist gut. So, ich habe es sehr gerne, wenn ich die Nähe zu den Künstlern habe. Ich habe es sehr gerne, wenn ich die Nähe zu den Gästen habe, zu den Gästen, die verbunden sind mit den Künstlerinnen und Künstlern. Mit den Gästen, mit den Sponsoren, wie wir sie auch immer machen, mit Kunstliebhabern, die sich gerne auseinandersetzen mit kreativen Momenten. Kreative Momente, die Freude ins Herz hineingeben, gerade in so tristen Wochen, wie wir jetzt erleben. Dass wir uns hier finden können, ein Fenster auftun und die Sonne einlassen. Die Sonne einlassen in ein Herz, das es verdient, Freude zu haben. Ich möchte an dieser Stelle Sie, auch im Namen vom Kunstforum International, nochmal recht herzlich begrüßen. Vorab ein sehr grosses Kompliment in unserem Art Director, General Manager, Direttore Internationale, im Enzo del Mesige. Er versteht es unheimlich gut, aus der Vielfalt von vielen guten Werken ein Crescendo aufzubauen. Ich habe das heute hier erfunden, wo man nicht weiss, wo der Anfang ist und das Ende. Man kann überall hinstehen, durchlaufen und es wachsen. Jetzt mache ich nicht mehr Werbung. Ich tue allen Künstlerinnen und Künstlern den Daumen drücken, dass sie bei unserer Fachjury Anklang finden, ausgelesen zu werden dürfen mit den Tagesfonds. Als Erinnerung, 9. bis 18. August ist die Ausstellung in Casa Grande Teila, am 9. August ist die Vernissage. Ich werde selber wieder dort sein, weil das noch in einem Nebenentwurf. Ich hoffe, dass ich sicher die Hälfte der Gesichter wieder sehe. Ich freue mich auch, mit euch eine kulinarische Reise zu machen.